Hallo allerseits und damit ein recht herzliches Willkommen zu diesem neuen ausführlichen Akkuschraubertest. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute auf dem Tisch ein Hersteller, von welchem man bis dato vielleicht noch nie etwas gehört hat. Und zwar, ihr seht es ganz oben, DCK, DCK, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Und zwar, ihr seht ihn hier in der Mitte, es geht um diesen guten Akkuschrauber. Genauer gesagt, hier unten steht es nochmal, den KDJZ05-13. Ja, mal wieder ein besonders einprägsamer Name. Aber es geht natürlich nicht um den Namen, sondern im heutigen Video wollen wir sehen, was dieser Akkuschrauber hier von DCK so zu bieten hat, wie er sich schlägt und natürlich, ob sich eventuell eine Investition lohnt oder nicht. Genau das wollen wir uns zusammen heute einmal im Video anschauen. Deswegen würde ich sagen, lasst uns keine Zeit verlieren, starten wir gleich nach dem Intro. Aber wie üblich, falls noch nicht geschehen, dann diesen Kanal jetzt noch schnell kostenlos abonnieren plus die Glocke aktivieren, um künftig kein neues Testvideo mehr zu verpassen. Die aktuellsten Preise von diesem guten Stück findest du unten in der Videobeschreibung. Und damit los geht's nach dem Intro. Heute im Test ein günstiger Mittelklasse-Akkuschrauber der Marke DCK. Ich muss zugeben, von diesem Hersteller habe ich bis dato noch nie etwas gehört, geschweige denn gesehen. Desto interessanter einmal zu erkennen, was wir denn von diesem Hersteller bzw. von diesem Akkuschrauber wirklich so erwarten dürfen. Wie man sehen kann, auf dem Tisch steht aktuell der KDJZ05-13, der eigentliche Akkuschrauber mit etlichem Zubehör, wie man bereits hier auf dem Produktkarton erkennen kann. Mittig positioniert, dabei eine Abbildung des Akkuschraubers. Das heißt, hier bekommen wir schon einmal einen groben Einblick, wie denn das Gerät ungefähr aussehen mag. Außerdem hier weitere Informationen, was im Lieferumfang wirklich dabei ist. Genauso auch hier unten, Akku und Ladegerät sind mit dabei, denn das Akkusystem ist selbstverständlich nicht so stark vertreten wie zum Beispiel Bosch oder Makita. Soweit so gut zum Produktkarton. Auf der Rückseite das gleiche noch einmal. Deswegen würde ich vorschlagen, werfen wir doch einmal einen Blick in den eigentlichen Lieferumfang, um zu sehen, was hier wirklich alles dabei ist. Wie man sehen kann, der bereits relativ große Produktkarton ist dabei bis zur Oberkante mit Lieferumfang gefüllt. Ganz oben ersichtlich einmal eine Transporttasche, ebenfalls natürlich von DCK, in rot-schwarz mit Reißverschluss und Tragegriff zum Transportieren des Akkuschraubers und des ganzen Zubehörs. Als nächstes im Produktkarton ein Druckverschlussbeutel, ich vermute einmal mit dem ganzen Papierkram. Wollen wir noch einmal sehen, was es hier wirklich so dazu gibt. Wie ersichtlich, ganz oben ein kleiner roter Zettel von DCK. Diesen sollte man eigentlich nicht übersehen können. Und hier drauf abgebildet ein QR-Code bzw. eine E-Mail oder eine Adresse für den Kundenservice. Das heißt, insofern es Probleme mit diesem Produkt gibt, kann man den Kundenservice hier drüber ganz einfach erreichen. Und wie ersichtlich, ganz oben steht es 24/7 Kundenservice. Das heißt, der Kundenservice ist rund um die Uhr erreichbar. Also wenn das stimmt, dann definitiv Hut ab. Weiter geht's mit der Bedienungsanleitung für den Akkuschrauber sowie für das beiliegende Ladegerät in den Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch. Auf jeden Fall diesbezüglich nicht schlecht. Und nicht zu vergessen, last but not least, diese beiden einzelnen Zettel, und zwar Konformitätserklärung. Soweit auf jeden Fall zum Papierkram, obwohl eine Sache gibt es hier noch im Druckverschlussbeutel, und zwar hier befindet sich noch das kleinteilige Zubehör. Das heißt, ein Gürtelclip und die passende Schraube, die ich hier irgendwo schon verloren haben muss. Hier ist sie, das heißt ebenfalls hier enthalten, wie gesagt, der Gürtelclip aus Metall sowie die passende Schraube zum Montieren. Machen wir weiter eine Etage tiefer mit dem eigentlichen Akkuschrauber und dem restlichen Zubehör. Wie ersichtlich, alles hier drin ist auf jeden Fall erst einmal gut verstaut. Das heißt, jedes Teil hat hier seinen individuellen Platz und außenrum, wie ersichtlich, außerdem Schaumstoff. Das heißt, das gesamte Zubehör ist auch gegen den Transport gut geschützt. Und natürlich ganz wichtig, es handelt sich hierbei um den Transportkarton. Das heißt, den Akkuschrauber oder das gesamte Zubehör wird man hier drin nicht mehr lagern, sondern dafür ist dann, wie gesagt, hier die Transporttasche gedacht. Soweit auf jeden Fall zum Produktkarton an sich. Nun würde ich denken, wollen wir doch einmal sehen, was hier wirklich drin ist. Und zwar fangen wir an ganz unten links, wie ersichtlich. Hier befindet sich das Ladegerät für den Akkuschrauber und dessen Akku. Wie ersichtlich relativ kompakt und schlicht gehalten und direkt darüber der entsprechende Akku, 18 Volt mit 4 Amperestunden.
Direkt darunter geht es weiter mit kleinteiligerem Zubehör. Und zwar gibt es passend zum Akkuschrauber gleich mehrere Bohrer mit dazu. Insgesamt 8 Stück. Sowie, nicht zu vergessen, ein 32-teiliges Bitset. Und last but not least, nicht zu vergessen, im Produktkarton der eigentliche Akkuschrauber von DCK. Und das war es nämlich auch schon mit diesem Lieferumfang. Das heißt, mehr ist hier nicht im Produktkarton drin. Ich würde sagen, eigentlich vollkommen ausreichend. Das Wichtigste ist ohne Frage dabei. Akkuschrauber, einen passenden Akku sowie Ladegerät und außerdem ziemlich positiv weiteres kleinteiliges Zubehör. Das heißt, ein schönes Bitset, 32-teilig und 8 Metallbohrer. So weit, so gut. Das heißt also, nun ist es an der Zeit, dass wir uns einmal diesen Kollegen hier, den KDJZ05-13, im Detail anschauen können. Würde ich sagen, beginnen wir also gleich einmal mit dem Ersteindruck des Akkuschraubers. Wie bereits erwähnt, es ist weder ein super kompakter noch riesengroßer Akkuschrauber mit Monsterleistung, sondern es handelt sich hierbei um einen guten Mittelklasse-Akkuschrauber. Dies spiegelt sich nämlich sowohl in der Größe als auch dem Gewicht wider. Das heißt, beim Erstmaligen in die Hand nehmen, merkt man schnell, dass das Gerät doch nicht so leicht ist, wie man vielleicht auf den ersten Blick vermuten würde. Und ja, ihr seht es selbst, von der Größe, wie gesagt, nicht der kompakteste. Ich würde sagen, einmal kurz nachmessen. Wir haben hier nämlich eine Gesamtlänge inklusive Bohrfutter von ungefähr 200 mm. Und eine Höhe von ca. 210 mm, wobei der Akkuschrauber selbst, das heißt ohne Akku, ungefähr 1350 Gramm auf die Waage bringt. Parallel dazu benötigen wir aber selbstverständlich auch noch einen passenden Akku. Und zwar, wer hätte es gedacht, ebenfalls von DCK, 20 Volt, 4 Amperestunden. Wie bereits erwähnt, dieser liegt dem Lieferumfang bei. Mal sehen, was das Brutto Gesamtgewicht sagt, und zwar wie ersichtlich, hier haben wir 1982, sagen wir Akku und Akkuschrauber, kommen wir auf insgesamt Pi mal Daumen 2 Kilogramm. Das heißt also, auch damit bestätigt sich noch einmal die bereits vorhin getätigte Aussage, es ist kein super kompakter, also kein super kleiner Akkuschrauber, sondern wie gesagt ein schönes Mittelklasse-Gerät mit hoffentlich auch genügend Leistung, und dafür würde ich sagen, sind insgesamt 2 Kilogramm auf jeden Fall in Ordnung. Des Weiteren zu erwähnen, beim genaueren Betrachten des Akkuschraubers war ich ebenfalls recht positiv überrascht. Denn wenn wir uns diesen einmal in der Nahaufnahme anschauen, sieht man sehr schön, dass der Akkuschrauber selbst wirklich schön hochwertig verarbeitet ist. Das Ganze besonders gut sichtbar hier im Handgriffbereich, das heißt die Gummierung sehr, sehr präzise und hochwertig gefertigt. Auch hier auf der Rückseite gleichbleibende Spaltmasse von unten bis nach oben und auch hier oben noch einmal das Gehäuse, keine Kunststoffüberreste oder scharfe Kanten zu finden. Genauso aber auch, wenn ich den Akkuschrauber einmal hier etwas hin und her schwenke, hört man bzw. sieht man nichts. Das heißt, hier ist wirklich alles bombenfest verbaut, hier wackelt nichts, hier klappert nichts, auch diesbezüglich also nichts zu beanstanden. Ziemlich ähnlich sieht es aus, insofern wir uns einmal die Handhabung und Ergonomie des Akkuschraubers genauer anschauen. Wie man sehen kann, alles in Schwarz ist eine Gummierung. Das heißt, hier auf der Vorderseite, auf der Rückseite, aber auch hier unten im Handgriffbereich ist alles großflächig gummiert und damit sehr, sehr schön rutschfest. Außerdem, wie man sehen kann, hier eine leichte Riffelung, genauso auch auf der Rückseite. Das heißt, der Handgriff ist definitiv sehr, sehr rutschfest und ich muss sagen, auch von der Ergonomie gefällt er mir definitiv recht gut. Von hier aus problemlos zu erreichen die wichtigsten Bedienelemente des Akkuschraubers wie Drehzahlregulierung und Rechts-Linkslauf. Hinsichtlich der Drehzahlregulierung muss ich sagen, diese ist meiner Meinung nach von der Größe vollkommen ausreichend, schön angenehm und genauso auch schön leichtgängig, das heißt hier kein Haken oder dergleichen zu verspüren. Auf der anderen Seite könnte diese meiner Meinung nach noch etwas feinfühliger sein, was aber definitiv nicht heißen soll, dass diese schlecht ist. Direkt darüber ebenfalls in Schwarz zu sehen, der kleine Schalter für den Rechts-Links-Lauf, wie ersichtlich problemlos zu erreichen und zu bedienen. Und ich muss sagen, auch vom Druckpunkt her gibt es hier meiner Meinung nach nichts zu bemängeln. Das Einzige, was ich eventuell noch optimieren würde, ist den Schalter etwas hier hinten abzurunden, denn dieser ist meiner Meinung nach doch etwas scharf.
Ich weiß, das Ganze ist Meckern auf hohem Niveau und ich glaube, genau das hatte ich auch schon beim Akkuschrauber oder Akkuschlagschrauber von Bosch angekreidet, die ich ebenfalls schon auf diesem Kanal getestet habe. Direkt darunter wiederum nun zu sehen der Standfuß des Akkuschraubers samt Akku. Wie gesagt, aus dem Lieferumfang gibt es dazu ein 18 oder 20 Volt Max Akku mit stolzen 4 Amperestunden. Mal sehen, wie lange der Akku hier im Test dann wirklich ausreicht. Wie ersichtlich, auf der Vorderseite außerdem integriert eine Akkustandsanzeige. Durch einen kleinen Folientaster können wir hier den Akkustand abrufen. Was ich an dieser Stelle verbessern würde, ist, wie ersichtlich, der Akkustand wird nur angezeigt, solange ich den Knopf oder den Button gedrückt halte. Hier wäre ebenfalls eine Nachklimmfunktion für den Akku ganz praktisch. Ansonsten wird der Akku wie gewohnt von vorn in den Akkuschacht eingeschoben. Das Ganze auf jeden Fall wie ersichtlich ohne Schwierigkeiten. Gut, es könnte eventuell noch etwas leichtgängiger sein, aber auch hier wieder meckern auf sehr hohem Niveau. Rechts und links wiederum positionierte zwei kleine Aussparungen für den beiliegenden Gürtelclip, diesbezüglich nichts Besonderes, und mittig positioniert eine kleine verbaute LED zum Ausleuchten des Arbeitsortes, ebenfalls hier mit Nachklimmfunktion. Gut, bezüglich der Helligkeit darf man von dieser kleinen LED wahrscheinlich keine Wunder erwarten, wie zum Beispiel beim bereits getesteten Dewalt-Akkuschrauber, dem DCD999, welcher ja hier quasi eine kleine Taschenlampe verbaut hat. Aber nichtsdestotrotz, ich würde sagen, wollen wir einmal sehen, was diese kleine LED so lichttechnisch leisten mag. Deswegen hier einmal kurz das Licht aus und Akkuschrauber an, und wie ersichtlich auch hier, ich würde sagen, von der Helligkeit ist das Ganze meiner Meinung nach eigentlich ausreichend und wie ersichtlich schön mittig hier auf den Bohrer ausgerichtet. Und damit machen wir nun weiter beim Kopf der Maschine. Einmal abwarten, was es hier noch Schönes zu sehen gibt. Machen wir weiter ganz hinten am Akkuschrauber. Hier versteckt sich überraschenderweise auch erkennbar an den BL-Logos ein leistungsstarker Brushless-Motor, welcher im Vergleich zum herkömmlichen Bürstenmotor deutlich effizienter und verschleißfreier ist. Das heißt also im Umkehrschluss, dass der Akkuschrauber mehr Leistung im geringeren Gehäuseformat entwickelt und außerdem effizienter ist, was die Akkulaufzeit anbelangt. Wie gesagt, ganz unten 4 Amperestunden, 20 Volt. Ich bin gespannt, wie lange der Akku hier im Zusammenhang mit diesem Akkuschrauber wirklich durchhält. Auf der Oberseite wiederum zu finden, ebenfalls in schwarz gehalten, der Hebel für die Gangauswahl. Wie ersichtlich, auch dieser ist zugegeben recht kompakt. Ich muss aber sagen, von der Handhabung sehr, sehr angenehm. Meiner Meinung nach nicht zu klein, denn dieser Hebel ist wirklich sehr leichtgängig. Das heißt, ich brauche hier nicht viel Kraft, um einen Gangwechsel durchzuführen. Das Ganze kann ich genauso gut auch mit dem kleinen Finger machen. Aber er geht nicht so leicht, dass er hier von allein verrutschen würde. Hinsichtlich der Drehzahlen liegt dieser Akkuschrauber ebenfalls im guten Mittelfeld. Das heißt, im ersten Gang schafft er maximal 550 und im zweiten maximal 2000 Umdrehungen in der Minute. Direkt davor zu finden, ebenfalls wie ersichtlich aus schwarzem Kunststoff, der Wahlring für die Drehmomentstufen und verfügbaren Funktionen. Da es sich hierbei nämlich nicht nur um einen normalen Akkubohrschrauber handelt, sondern um einen Schlagbohrschrauber, haben wir sowohl den Bohrmodus als auch das Hammerbohren. Des Weiteren natürlich auch nicht zu vergessen die verfügbaren Drehmomentstufen. Und zwar besitzt dieser Akkuschrauber insgesamt 22 Drehmomentstufen plus eine Bohrstufe und wie bereits gesagt auch schon das Hammerbohren. Genau dafür finden wir, wie auch bei jedem anderen Akkuschrauber, ganz oben mittig positioniert die kleine Pfeilmarkierung, die uns dann hier aktuell die Drehmomentstufe anzeigt. Bezüglich der Umsetzung lässt sich auch hier meines Erachtens nach nichts wirklich bemängeln. Die Drehmomentregulierung lässt sich sicher und angenehm verstellen, rastet in jeder Stufe zuverlässig ein und gibt, sobald sie eingerastet ist, dann auch ein sowohl akustisches als auch haptisches Feedback. Und last but not least, ganz vorn dran, ebenfalls positiv überraschend, das verbaute Bohrfutter.
wie ersichtlich. Es handelt sich um ein Schnellspann-Bohrfutter mit Ratschenfunktion aus Metall, ebenfalls mit Rändelung außenrum für mehr Griffigkeit, was man ja normalerweise eher von relativ hochwertigen Akkuschraubern kennt. Also diesbezüglich sehr positiv überrascht und ich muss sagen, auch von der Umsetzung bzw. Verarbeitung macht das Bohrfutter einen definitiv sehr, sehr hochwertigen Eindruck. Ansonsten finden wir natürlich auch hier bei diesem Akkuschrauber den typischen Spannbereich von 1,5 bis maximal 13 mm. So weit, so gut. Das heißt also, den DCK05, einmal etwas abgekürzt, haben wir uns nun in der Theorie ausführlich angeschaut. Und wie gesagt, vom Ersteindruck her macht das Gerät bezüglich der Verarbeitung und Umsetzung wirklich einen guten Eindruck. Nun aber geht es in den Praxistest. Wollen wir doch einmal sehen, was das Gerät leistungstechnisch wirklich auf dem Kasten hat. Deswegen würde ich sagen, lehnt euch zurück. Los geht es nun mit dem ausführlichen Praxistest. Also dann, los geht es mit dem Praxistest. Wollen wir doch nun einmal sehen, was der Akkuschrauber von DCK hier wirklich im Härtetest so zu bieten hat. Wie man sehen kann, unten dran der beiliegende große Akku, 20 Volt, 4 Amperestunden. Diese habe ich vor dem Test selbstverständlich noch einmal komplett aufgeladen, um hier die maximale Power auch entsprechend bereitstellen zu können. Des Weiteren im Video gezeigt, der Akkuschrauber befindet sich im ersten Gang sowie in der Bohrstufe, denn ich würde sagen, wir beginnen gleich einmal mit dem Bohrtest. Dafür hier die schönen Flachfacebohrer, außerdem die schönen dicken Forstnerbohrer bis maximal 50 mm. Ich bin gespannt, ob er diese im Holz komplett versenken kann. Außerdem hier zu sehen eine Lochsäge. Und natürlich, last but not least, die ganzen Vollgewindeschrauben bis maximal 600 mm. Es bleibt gespannt, wie weit er hier im Test wirklich vorgehen kann. Genau deswegen würde ich sagen, beginnen wir also gleich einmal mit dem ersten Part, das heißt mit den Flachfräsbohrern hier angefangen, mit dem kleinsten im Test 12 mm. Ich denke, dies sollte für diesen Akkuschrauber kein wirkliches Problem darstellen. Und genauso sieht es auch aus, das erste Loch 12 mm ist bereits gebohrt. Genau deswegen geht es weiter mit dem nächstgrößeren 16 mm. Hier ebenfalls ein Loch in das Holz. Und wie man sehen kann, auch hier ist das Loch gebohrt, 16 mm. Kein Problem für diesen Akkuschrauber. Machen wir weiter mit 20 mm. Dem nächstgrößeren Bohrer, selbstverständlich auch hier im ersten Gang, genauso wie alle weiteren. Ja, wie am Schnürchen das dritte Loch hier gebohrt. Weiter geht es mit 25 mm. Ich glaube, nun dürfte es langsam interessant werden für diesen Akkuschrauber hier von DCK. Dennoch, wie man sehen kann, auch der Fortschritt ist recht ordentlich. Das heißt, ich glaube, auch hier sollte es keine wirklichen Probleme mit diesem Gerät geben. Ja, das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. 25 mm, sehr souverän gebohrt. Deswegen den größten im Test, 32 mm Flachfräsbohrer, Vollgas ins Holz. Wie ersichtlich ist der Fortschritt in diesem Fall ebenfalls recht ordentlich. Das heißt, der Akkuschrauber hat ohne Frage genügend Power. Was jedoch hier sofort auftritt bzw. bemerkbar ist, dass der fehlende Handgriff, der seitliche Handgriff natürlich noch einmal etwas mehr Stabilität reinbringen würde. Das heißt, bei diesem großen Bohrer wird es, wie ersichtlich, schon etwas kritisch, die Maschine wirklich zu stabilisieren. Aber wie ersichtlich, auch die 32 mm hat er problemlos gepackt. Und damit weiter geht es mit der nächsten Disziplin und zwar den Forstnerbohrern. Angefangen hier mit dem kleinsten im Test, 15 mm für diesen Akkuschrauber. Mit Sicherheit schon fast lächerlich, denn wie man sehen kann, der Bohrer 15 mm ist bereits komplett versenkt. Das heißt diesbezüglich keine wirkliche Herausforderung für den Akkuschrauber von DCK. Machen wir weiter mit dem nächstgrößeren 25 mm, das heißt 10 mm mehr im Vergleich zum ersten Bohrer. Und auch hier ist der Fortschritt recht brutal. 25 mm beeindrucken diesen Akkuschrauber nicht wirklich. Das Loch ist vollständig gebohrt. Nächster Bohrer 30 mm.
mit diesen schönen Hochleistungs-Forstner-Bohrern. Und auch das sieht auf jeden Fall sehr, sehr ordentlich aus. Der Fortschritt spricht für sich, das heißt, komplett versenkt, nächster Bohrer 40 mm. Ja, ich würde sagen, das läuft doch wie am Schnürchen. 40 mm ebenfalls sehr, sehr zügig hier ins Holz getrieben. Keine Schwierigkeiten mit diesem Forstner-Bohrer. Deswegen gleich auf zum größten im Test. 50 mm für diesen Akkuschrauber im ersten Gang in der Bohrstufe. Ich bin gespannt, ob es hier eventuell Schwierigkeiten gibt oder ob er diesen Forstner-Bohrer ebenfalls komplett versenkt bekommt. Wie bereits zuvor gesagt, auch hier ersichtlich, die Stabilität fehlt etwas bei dieser Leistung. Das heißt, ihr seht den Akkuschrauber, entsprechend bei solch großen Bohrern empfehlenswert, einen stabilisierenden Seitengriff. Aber trotzdem auch hier 50 mm sind auf jeden Fall noch machbar. Und damit kommen wir nun auch schon zum Härtetest, und zwar den Vollgewindeschrauben. Genau dafür habe ich den 4-Ampere-Stunden Akku vorab noch einmal komplett aufgeladen, denn wir möchten ja sehen, was der Akkuschrauber hier wirklich leisten kann. Außerdem befinden wir uns im ersten Gang bzw. in der höchsten Drehmomentstufe, und damit beginnen wir auch gleich mit der kleinsten Schraube hier im Test. Das heißt, angefangen mit 8x200 mm, einmal hier die Schraube vorab fixiert. Und damit würde ich sagen, wollen wir doch einmal sehen, ob er hier die Schraube versenkt bekommt. 8x200 mm, los geht's. Ja, das sieht gut aus, keine Schwierigkeiten. Deswegen weiter geht es mit der nächstgrößeren 8x300 mm. Das sieht gut aus, keine Probleme. Nächste Schraube. Wir gehen zu den 10 mm Vollgewindeschrauben, 10x200 mm. Wie am Schnürchen, die nächste Schraube ist im Holz. Es geht weiter 10x300 mm. Ich glaube, nun dürfte es interessant werden für diesen Akkuschrauber mit 60 Newtonmeter im harten Schraubfall. Und wie man sehen kann, der Überlastungsschutz hat eingesetzt. 10x300 mm war auf den ersten Hieb doch zu viel. Hier nochmal der zweite Versuch. Wie ersichtlich, mit mehreren Versuchen ist das Ganze möglich, 10x300 mm zu versenken. Machen wir weiter mit der nächsten 12x200. Eventuell sieht es hier etwas anders aus. Und wie man sehen kann, 12x200 mm ebenfalls leichte Schwierigkeiten. Dennoch die Schraube fast vollständig versenkt. Genau deswegen, also nun alle Schrauben wieder raus, beginnen wir mit der größten 12x200 mm, gefolgt von der 10x300 mm, wo es ebenfalls schon leichte Probleme gab, beziehungsweise anders gesagt mehrere Ansätze nötig waren. 10x200 mm war ohne Probleme versenkbar mit diesem Akkuschrauber. Auch die 8x300 mm ganz souverän versenkt. Und selbstverständlich auch wieder vollständig aus dem Holz rausbekommen. Nächste Schraube 8x200 mm. Das sieht gut aus, und damit hat der Akkuschrauber von DCK auch alle Schrauben wieder problemlos aus dem Holz rausbekommen. Bezüglich der Wärmeentwicklung muss ich sagen, ist der Akkuschrauber während des gesamten Härtetests recht kühl geblieben. Das heißt, sowohl Getriebe als auch Motorgehäuse, hier war nach dem Test keine große Wärmeentwicklung spürbar. Bezüglich der Akkulaufzeit, wie ersichtlich nach dem Schraubtest, also nach den Vollgewindeschrauben, hat der Akku bereits 2 von 4 Balken verloren. Dazu muss ich aber sagen, nach dem Test hat sich der Akku wieder etwas stabilisiert. Das heißt, die Spannung ist durch diese starke Belastung ziemlich stark abgefallen, und nachdem sich der Akku wieder stabilisiert hat, waren dann 3 von 4 Balken wieder verfügbar. Zusammenfassend kann ich sagen, handelt es sich bei diesem Akkuschrauber von DCK, wie bereits am Anfang schon prognostiziert, um ein gutes Mittelklassegerät.
Selbstverständlich sollte man von diesem Akkuschrauber keine Spitzenleistung erwarten, aber ich würde sagen, für die meisten gängigen Anwendungsfälle ist die Leistung eigentlich genügend. Das heißt, wie im Video ersichtlich, Forstnerbohrer bis maximal 50 mm sind drin, Flachfräsbohrer bis 32 mm kein Problem und auch bei den Vollgewindeschrauben sah es, soweit ich weiß, ganz gut aus. Das heißt, 10 x 200 mm hat der Akkuschrauber zügig und ohne Schwierigkeiten versenkt. Kritisch wurde es dann bei 10 x 300 mm. Hier hat er mehrere Ansätze benötigt, also ich denke 10 x 250 Vollgewinde im Holz sollte ebenfalls möglich sein. Mehrleistung hingegen sollte hier auch gar nicht drin sein, denn wie der Test gezeigt hat, wenn auch Mehrleistung drin wäre, dann ist ohne Frage ein stabilisierender Seitenhandgriff nötig. In diesem Fall hier vom Akkuschrauber vom DCK liegt das Ganze meiner Meinung nach im Rahmen, sodass man den Akkuschrauber noch gut mit beiden Händen sicher führen kann. So weit, so gut. Damit war es das nämlich auch schon mit dem Test bzw. dem Video. Falls es dir gefallen hat, dann zeig es gerne mit einem Daumen nach oben, um meine Arbeit zu unterstützen. Die aktuellsten Preise wie gewohnt unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten, falls noch nicht geschehen, dann diesen Kanal jetzt noch schnell kostenlos abonnieren plus die Glocke aktivieren, um künftig kein neues Video mehr zu verpassen. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss.